Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir fahren jetzt zu unserem Hof zurück und werden unser Holz, das wir schon im Wald zu liegen haben, holen und zum Sägewerk fahren. Später noch nebenbei Silage reinkippen in die BGH. So heute Nacht ein bisschen Geld verdienen. Sollte an sich noch ein bisschen was liegen. Das werden wir gleich machen. Wir schicken ihn mal Richtung Hof. Ne? Ich glaube, ich habe keinen Kurs hier. Oder will er wenden? Nö, gut. Hoffen wir, da ankommt. Das ist irgendwie so eine Sache. LKW ist ein bisschen komplizierter. So. Nur mal ganz kurz zum Trecker gehen, der bei der BGH ist. Ist nicht so einfach. Ah, da ist er doch schon. So. Da waren wir drin, ne? Ah ja, gut, egal. Denn hier ist so ein bisschen was da. Und das können wir ja verarbeiten, ne? Nehmen wir hier vorne weg. Und ganz kurz mal probieren mit Ton. Ich mich besser hören kann. So, so, Flasche fahren. Ja, bis ist ja was da, ne? Und das können wir noch ganz gut verkaufen. Dieses Jahr werden wir keine Mais-Silage machen, nur Gras-Silage. Das Mais mache ich zu Körnermais. Und werde es ganz normal verkaufen. Es sei denn, wir haben noch irgendwas verwendet dafür. Könnte ja sein, ne? Aber aktuell sehe ich das so nicht. Hier ist sogar eine Hexe, gut, da geht gar nicht weg. So komisch. Naja. Aber einen kleinen Haufen. Im Anhänger voll, noch ein. So. Hier müsste ich mal mit Kursplay so einen Kurs von einfahren zum Abladen. Aber die will ich wieder verkaufen. Die ist halt nicht so gut. Da an der Seite kleben bleibt. Ob eine neuere Version besser ist, weiß ich auch nicht genau. Aber da ja dies ja kein Mais vorgesehen habe, ist das nicht ganz so dramatisch. Da kommen wir immer noch nächstes Jahr aller Ruhe was Neues einfahren lassen. Entweder Sacksilo, das funktioniert, habe ich gesehen bei ihm.
Aber wie gesagt, immer alleine spielen. Das ist doch sehr aufwendig, das hier so zu betreiben, ne? Also auch mit Vollmacht und so, ne? Was ja normalerweise, ich immer wieder auf 5, was normalerweise zu zweit, zu dritt kein Problem ist, ne? Also da lässt ein Halbverfahren mit Häckseln und du fährst hier alles rein, ne? Dann sind sie nicht weg. Das Grüne, das verhindert das Wegnehmen. Also geht zwar ein bisschen Punkt weg, aber ein bisschen drüben kommt hier auch nicht ran mit dem Kehrer, weil das als hier Dekoreif da steht, ne? Die mittlere Betonwand geht, aber die äußere geht nicht. Blocking. Ach, da ist angekommen. Nehmen wir mal an. Oder hängt irgendwo fest. Kann beides sein. Ja, haben wir noch Fleisch erkauft, ne? Wir können die Fußballer wieder grillen. Das muss für die ja auch schlecht sein, wenn sie nicht arbeiten dürfen, in Anführungszeichen. Wenn sie nicht spielen können. Denn rein theoretisch ist ja so, wenn der eine oder andere im letzten Jahr ist und könnte vielleicht noch an der EM teilnehmen oder WM teilnehmen und dann fällt es aus, ne? Weg ist nicht. Weil dann zu alt bist und nicht mehr fit. Und die quatschen schon davon, dass nächstes Jahr oder zum Herbst die gleiche Chance von vorne losgeht. Also das ist ja Tau durch Tor für die Wirtschaft. Wenn da kein Ausland kommt, dann verstehe ich es auch nicht. So, okay. Planen wir ab. 100.000 geht rein. So. BGH ist voll. Dann nehmen wir den. Zurückfahren zum Hof. Das ist dann eigentlich eine. Ah, weg damit. Ja. Das Ding können wir auch nicht gebrauchen, ne? Können wir im Grunde verkaufen. Weil. Bringt ja an dem dann nichts. Hätte ich auch eine BGH bauen sollen. Wo da, wenn ich auch nicht ganz schlüssig bin. Wir können noch Kühe umstallen und Schweine. Aber als erstes werden wir mal das Holz zum Säge wegfahren. Den fahren wir erstmal rein. Beziehungsweise zum Reparaturbauer nicht. Den brauchen wir nochmal. Die Felder werden nochmal gedüngt werden. Den fahren wir erstmal in die Garage rein. Sag ich doch mal. Tag, Mu. Tja, hier gibt es keine Wärmemeldung wegen Unterbrechung. Schon komisch. Leistung? Ja. Draußen blitzt gerade.
Der war drinne. Machen wir aus. So, gucken wir, was da vorne los ist. LKW ist nicht zu sehen. Oder? Doch. Der LKW ist da. Gut, dann werden wir hier unseren PKW wegfahren. Den wir auch gleich einfahren. Den fahren wir auch mal in die Garage rein. Dann müssen wir die Wege freiräumen, ne? Bumm. Bei Todesstoß. Schaden. Beule, gucken. Ah, ein Glücker. Gut, aber erst nicht kaputt geht. Das ist ja bombastisch, ne? Schöner. Ja. Der LKW hinterher, wir werden schon. So. Ich weiß normalerweise waschen, aber ich denke mal. Das im Raum wird ja noch mal bei 3 Tagen haben wir nicht viel Zeit. Jo, Feld kaufen 46 habe ich so gedacht. Da wäre eine Frucht drauf, die mich interessieren würde, und zwar Weizen. Ist aber noch nicht reif. Aber Düngen geht auch nicht mehr. Super, ne? Hängt in der Luft, wie kann das sein? So, Anleg vorne. Hinten mal. Tiefe setzen. Vorne wieder hoch. Absenken. Ob da was bringt, mal sehen. Ob der irgendwie. Die Reifen aussetzt, also man. Er kommt vorwärts, nur leider ist der LKW im Weg. Und der ist stur. Der bleibt stehen. Und dann werden wir gleich mal zum Wald fahren und die Bäume holen. Zumindest vorbereiten. Ja, braucht LKW auch, ne? Dann fahren wir in den Wald. Wollten wir heute noch machen. Und wir haben uns mal. Ups, aha. Haben wir gerade die Kurve gekratzt. Werden wir gleich die Innenansicht nehmen, das ist ein bisschen besser. Genau. Könnte noch einer rum. Vollgas! Wir brauchen bestimmt zum Herbst Leerpaletten, sobald der Hopfen erntereif ist und wir Bier herstellen können. Ups, werden wir das brauchen. Muss eigentlich noch einen Kurs herfahren. Und nicht mit dem LKW.
Heizkraftwerk. Oh, mal gucken mal. Bäume, Bäume. Fräsen haben wir auch noch. Oh, viel Arbeit. Und den kleinen aber liegen. Ab hier den kleinen da weggeht. Na, ob der wieder aushält. Ich habe ja nur ein paar gefällt, ne? So viel ist ja gar nicht da. In ein paar Jahren werden ein paar mehr da sein, ein paar größere Bäume vor allen Dingen. Dann haben wir auch schneller entsprechend die ganze Schoße abgeerntet. So viel wird es gar nicht. Vielleicht eine Fuhre werden. Aber gut. Wenn ein paar Paletten wären, ne? Dann brauchen. Na, ist hier ein dicker Baumstamm. Oh ja. Ganz dick. So, die beiden noch und der hintere noch da, sagt ihr der da? Oh, das war gut. Da was machen können? Ne, komm nicht mehr runter. So, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Und zwar tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.